Ja, da bin ich zu stur gewesen, ne? Natürlich ist es so, als Trainer lebe ich natürlich auch das, was auf dem Platz passiert und fordere natürlich für meine Mannschaft auch Gerechtigkeit ein. Und in so einem engen Spiel, finde ich, muss der Schiedsrichter eben halt auch selber ein Gespür dafür haben, was geht und was nicht geht. Und da habe ich natürlich emotional reagiert. Der Schiedsrichter hat mir aus 45 Meter Entfernung signalisiert, anscheinend, dass ich auf die Tribüne soll. Und habe das letztendlich eingefordert, dass ich zumindest mal eine Begründung dafür kriege, warum ich auf die Tribüne soll. Der vierte Offizielle hat mir das nicht gesagt, der Schiedsrichter wollte es mir nicht sagen. Und da habe ich sicherlich etwas zu lange gezögert, das ignoriert, dass der Schiedsrichter dann das Spiel abbricht. Das war mir so natürlich nicht bewusst, aber war sicherlich ein Fehler von mir. Aber trotzdem hätte ich natürlich mir gewünscht, dass der Schiedsrichter mir zumindest mal eben einmal, zumindest nicht aus 45 Meter, eben erklärt, warum das so war, wie es dann letztendlich gewesen ist, warum er meinte, dass ich auf die Tribüne muss. Und ja, war sicherlich mein Fehler. Und vor allen Dingen habe ich natürlich meine Mannschaft damit bestraft, weil diesen Handelfmeter nicht zu pfeifen, ist der Wahnsinn.